Und hinter diesem Türchen versteckt sich, wie wir in Köln sagen, ein Engel ohne Flügel. Hier ist unser Olli Dittrich. Olli! Vielen Dank. Wow. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Nimm Platz, Olli. Und ich weiß, zum Schluss war das fast wie der erste Liebhaber von Katharina Witt, ein eingesprungener Rittberger. Ja, ja. Damals. Damals. Als die Eisprinzessin. Wobei ich war ja immer ein Fan ihrer Trainerin Jutta Müller. Die da am Rand stand, an der Bande, mit dieser schweren Pelzmütze ja. Und so aussah wie Pushkin. Ja, ja, Pushkin. Das haben wir früher gedacht, dass das tatsächlich Wodka aus Russland ist, ist es aber gar nicht. Was? Nein. Schon wieder eine Enttäuschung. Ja, wir sprachen ja auch schon mal über Ivan Rebrov. Ja, ja. Aber du bist ja Sportfan und was sagst du denn zur vorweihnachtlichen Sportnachricht Nummer 1? Boris Becker ja. Wird Trainer von Novak Djokovic. Reicht eigentlich schon, oder? Ja, aber was? Also Djokovic, ein Weltklasse-Spieler, Platz 2 der Weltrangliste. Wofür braucht er Boris? Das Wichtigste im Tennis ja? Ist der Service im Hotel. Ein Scheiß, immer dieser Scheiß, ey. Dieser alte Scheiß. Dieser alte Scheiß. Das wieso war ja alte auch, Scheiß? Naja, das ist ja wie Boris, als er zum ersten Mal Vater wurde. Ja, wie soll er denn heißen? Ja, soll ein bisschen auch so mit meinem Sport zu tun haben. Ja, ja wie? Ja, Dennis. Das sind die alten Karlauer, die nicht ja, ins Ziel kommen. Sie kommen nicht ins Ziel. Ja, aber gerade jetzt vor Weihnachten hört man sie gerne. Und natürlich, vielleicht, dass er ihm diese letzte Motivationsspritze geben kann. So, rüber. Ja. Rüber, Mist. Ja, klar, natürlich. Dann wird er vielleicht. Also ich glaube, dass es für ihn gar nicht schlecht ist. Für Boris? Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ich glaube, er wird sich sehr zurückhalten, oder? Kaum ein Interview, kaum mal im Bild sein irgendwo. Der erste Auftritt ist ja dann wahrscheinlich die Australian Open. Ah, da hat er auch mal, als er die zum ersten Mal gewonnen hat, ist er nach dem Matchball ist er direkt aufs Klo gelaufen. Und wirklich? War weg, ja, da war ein Moment der Platz leer, alle wussten nicht, wo ist Boris und wurde dann gefragt und er sei, hat er später gesagt, aufs Klo gelaufen und hätte dort einmal, wollte für sich sein und hat laut geschrien. Ah. Hat er gesagt, ich weiß, das ist kein Lacher, aber es ist eine interessante Geschichte. Aber ist er nicht auch im Flinders Park, so heißt ja dieses Stadion dort, ja. Aus dem Stadion rausgerannt, über die Straße, über die vierspurige und in den Park vor Jubel? Kann ich mich auch erinnern. Das erinnert mich an Karl Dall, der mal bei einer Talkshow mit Dagmar Berghoff ihr sehr schwer zugesetzt hat, sodass sie während der Talkshow abgehauen ist. Und ja. Er ist hinterhergerannt und hat gerufen, ich komme nicht mehr mit. Das weiß ich noch. Ich komme nicht mehr mit. Über die Straße hinterher. So. Weihnachten, Stichwort Weihnachten. Ja. Ach, ich hab dir überhaupt was mitgebracht. Hey, deswegen sage ich ja Stichwort Weihnachten. Ach so, ja. Du bist ja ganz raffiniert. Ja, ja. So eine lockere Überleitung. Ich habe was gebastelt. Nein. Ja, ja, naja, kleiner Scherz. Aha. Nein, ich habe was vorhin gesehen und das muss ich sofort kaufen. Vielleicht haben wir Zeit, das kurz zu spielen. Ja. Ach so, sagt man ja nicht vorher, was doch. Drin ist, ne? Ich mach's mal auf. Ich bin gespannt. Was spielen? Ja, was ist bloß, das sind Karten. Ist es mir vorhin? Ich habe nicht gedacht, dass es wirklich sowas gibt. Tyrannenquartett. Ja, kenne ich. Das kennst du? Ich hatte schon mal von einer lieben Freundin ein... Ja, mach das bitte mal auf. Ich hatte ein Diktatorenquartett geschenkt bekommen. Ja. Und dann bekamen wir nach der ersten Spielrunde Streit, ob Hinrichtungen mehr zählt als Begnadigungen. Ja. Und was Blitztrumpf ist und so. Und was Blitztrumpf ist. Blitztrumpf. Ja. Und erster Stecher zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Das sagen wir vielleicht... Das gibt's nicht. Juan Franco. Ja. Ja. Pinochet. Das ist Pinochet? Oder nicht? Wer ist das? Das ist meine Meinung. Franco. Generalissimo Franco. Ja, stimmt. Oder? Franco Pot. Ja. So. Franco, habe ich gestern gesehen. Das ist immer lustig. Verona Pot. Ja? Immer wenn die mich sieht, sagt sie: Hallo, Wiegald. Ist das ein Witz? Nein. Nein, so. Und dann sage ich immer: Du, ich bin nicht Wiegald. Ja, ja. Weil sie glaubt dann, ich verarsche sie. Ja. Weißt du, sie hat uns damals 93 zusammen kennengelernt und das da entsprechend abgespeichert. Ja, und ja, da ja, ist ja. Nicht mehr Raum für eigene Notizen. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ganz sicher.
Erinnert mich, als ich mal, ich habe die Geschichte schon mehrfach erzählt, aber heute, darf ich, weil es Weihnachten ist, als ich mal im Musikantenstadl war in Stuttgart. Ja. Und es war auch zu Gast Toni Polster, genannt Toni Doppelpack. Kenne ich. Und er traf mich an dem Abend ungefähr 30 Mal, weil wir lange vorher warten mussten. Und jedes Mal, wenn er mich sah, sagte er, Daddy Harry. 30 Mal am Abend. Ich ging aufs Klo, Toni Polster kommt, Daddy Harry. Ich holte mir eine Pizza, Daddy Harry. Das kenn ich 30 Mal am Abend, ja. Das ist, wenn du so Wasser auf den Kopf kriegst. Ja, ich weiß, chinesische Folter. Ja. Vielleicht ist der da auch drin. Dirty du, wer Harry. Weißt du? Vielleicht ist hier Toni Polster drin. Jetzt gib mal die Karten, wie galt. Ja. So eine kindliche Freude. Toni Polster habe ich mal gefragt, ob er mir ein Autogramm geben kann. Ja. Und da hat er gesagt, ja, was soll ich schreiben? Da habe ich gesagt, Jürgen Klinsmann. So, pass auf. So, Kaiser Wilhelm II. Der hat den zu kurzen Arm übrigens, wusstest du das? Ja. Ja. Sauerstoffmangel? Nee, zu viel Sauerstoff bei der Geburt, glaube so. Ich. Ja. Das ist ja so, warte mal, was ist ein Vakuum? Warte mal, ich hab's im Kopf, ich komme gleich drauf. Zar Nikolaus II. Oh. Hirohito. Hirohito, der japanische Kaiser, ein Tyrann. Alter bei Machtübernahme 25, Herrschaftsdauer 20. Alter bei Machtübernahme, zählt er das Höhere oder das Jüngere? Ja, das Beste ist die Rubrik Todesopfer, 15 Millionen. Ja. Das ist sehr ernsthaft. Ich meine, wer macht sowas? Ja, aber es gab Streit, ob Alter bei Machtübernahme die Zahl der Todesopfer schlägt. Du meinst, wer spielt sowas oder wer stellt sowas her? Sowohl als auch. Ich habe noch ein anderes gekauft, das ist Marienerscheinung. Ist wirklich wahr, gibt's auch. So, oh, Adolf Hitler ist der Blitztrumpf. Alter, der Blitztrumpf. Ja, das lehne ich ab. Blitztrumpf. Das lehne ich wirklich ab. Geburtstag. Das lehne ich ab. Beruf, Maler. Ja. Ja, er war Maler. Grafiker. Benito Mussolini. Stimmt, du hast recht, Franco. Pinochet. Stalin. Stalin. Ich Stalingrad, ja. Ja. Ja, wo ist mein russischer Wodka? Ich Stalingrad. Mao Zedong. Kim Il-sung. Sagst du eigentlich Mao Zedong? Ich habe festgestellt, China-Kenner oder China-Kenner sagen eher so Mao Zedong, um zu wissen, dass man sich besonders auskennt. So wie man früher, der Pöbel sagte Lech Walesa und die Kenner sagten nur Mao Zedong. Ja. Und das kenne ich, beim HSV mit diesem Spieler, der heißt entweder Mongxian, habe ich auch schon gehört. Also man weiß nicht, wie er wirklich heißt. Oder Mkhitaryan bei Dortmund und Beckenbauer sagte, bleib mal bei Micky. Ja, bleib mal, genau. Ja, das ist und so komm. Wie der Schapapapa. Ja, Jean-Pierre Papa. Ja, genau, der Schapapapa. Bleib mal bei Micky. Ja, grüß dich, Thomas. Habe ich immer noch gesehen. Ja, grüß dich. Kam Thomas Helmer vorbei. Nur so aus dem Augenblick, grüß dich, Thomas. So gleich weiter, so durchgereicht. Ja. Also das ist aber ein schönes Geschenk. China willst du noch kennen, das mit dem China-Keks? Wo der Typ am Ende den China-Keks kriegt, macht das auf und ein Zettel drin steht, ihre Ente war Hund. Ist nicht schlecht, oder? Ja, aber das war ganz schön hart. Ja, natürlich. Das ist ja nah am Zynismus und an der Männchenverachtung. Männchenverachtung. Männchen, da ist er wieder. So heißt das hier im Rheinland. Zynisch und männchenverachtend. Ja, ich weiß. Männchenverachtend. Ja, das hat doch auch, Berti Vogts hat das doch gesagt, im Tatort. Geben Sie dem Kaninchen eine Möhre extra, das hat er sich verdient, ja. Ich rieche Gas. Ey, Manuel Noriega, Spitzname Ananasface. Ja, ich weiß. Weißt du? Yes. Wegen der Herrschaftsdauer 6 Jahre nur. Ach, ich dachte, weil Ananas so lange braucht, bis sie blüht. Wegen der Haut. Baby Doc Duvalier. Viele kennt man schon gar nicht mehr. Saddam Hussein auch schon lange her. 10 Jahre. Hm. 24 Jahre Herrschaftsdauer. Nein, aber das ist kein Spiel, was man... Ich hab's nur gefunden. Ich dachte, weil du Dirty Harry bist, dass man das Dirty vielleicht hier in diese... Dirty Harry. Harry Dirty wäre auch gut, so mit vielen Haaren und dann so. Ja. Aber das ist lange vorbei, mein Lieber. Die Zeiten sind lange vorbei. Tempi Passati. Natürlich. Dirty Harry. Hey, man glaubt es kaum, 1959 ist auch schon wieder da waren 54 wir, wie Jahre alt? Her. Drei? Da war ich zwei. Ich war zwei. Du warst drei? Ja. Und wir haben sehr, sehr gerne Fernsehen geschaut. Ach, guck mal, da habe ich noch eine Hör zu von 1959. Oh. Ja. Und da bist du vorne drauf? Damals schon? Nein. Ach so. Das ist ein Krippenspiel. Ja. Ja. Und man glaubt es kaum, das Fernsehprogramm war nahezu identisch. Wo war das nochmal? Fernsehprogramm? Ja. In der Zeit sind aber auch sonst gute Sachen zu Weihnachten. Oh, hier, Placentubex, C, verjüngt die Haut. Das kann ich mich noch erinnern. Hormozenta, kennst du noch die Werbung? Mit Marika Röck. Marika Röck, fantastisch. Kam ein Reporter rein, hat gesagt, eine tolle Auftritt, Frau Röck. Ja, fantastisch, das habe ich alles Hormozenta zu verdanken. Ich war mit ihr mal in einer Talkshow, da war sie schon über 80. Ja. Sie tanzen noch so toll und sagen, ich tanze nicht, ich werde geworfen. Sie haben gesagt, wirklich? So zwei Tänzer. Und wie hieß ihre Tochter? Mini-Röck? Nein.
Gabi Jacobi. Das kann man aber wissen. Ja, das kann man wissen. Das kann man wirklich wissen. Ja, das muss man wissen sogar. Gabi Jacobi ist die Tochter von Marika Röck. Das kann man doch voraussetzen. Ja, Daddy Harry. Ja. Pralinen-Schokolade. Man achtet auf ihre Schuhe. Tun sie es auch. Sehr schön. Hier, Pfanniknödel. Ja? Oh, hier hat jemand was rausgeschnitten. Willst du noch einen Kaffee? Was? So eine Frühstückssituation. Ja. Ne? Man ja, liest genau. So aus der Zeitung vor. Ja. Hier, guck mal, hast du das gelesen? Nein. Nein. Wo ist das Salz? Habe ich mal einen Sketch gedreht mit Hugo, Egon Balder. Ja. Schatz, wo ist das Salz? Schatz, da, wo es immer ist. Man, der Schrank hat ganz viel Salz. Habe ich gesehen, habe ich sehr gelacht. Ja, wie die Leute hier auch. Nein. Ja. Man muss fairerweise sagen, wenn man sieht, ist es witzig. Ja. Das ist übrigens so eine Kategorie. Wenn man sieht, ist es witzig. Ja, wenn man's da hast du ja schon das versteht Programm. Auch. Das Wort hat der Kritiker. Samstag, überall. 19. Dezember. Heute ist der 19., oder? Heute ist der 19. Heute ist der 19. Dezember. Samstag, 19. Dezember. Was gibt es da? Höpfner. Otto Höpfner. Der frühere blaue Bock-Moderator. Richtig. Später ist er in den Knast gekommen, wollte den blauen Bock streicheln. Zweimal klingeln, Höpfner zweimal klingeln. Eine unterhaltsame Stunde mit Otto Höpfner. Heinz Schenk, Reno Nonsens. Da ist er wieder, wenn man einen Bimbel habe. Und anderen, es spielt das Hans-Schepio-Trio Szenenbild Horst Klöß um 17.30 Uhr. Dann Westdeutscher Rundfunk hier und heute. Da gab es damals schon. Ja. Donnerwetter. Damals gab es auch hier. Dirty Harry. Früher ja, ist im Grunde klar. Genommen, früher war ja auch vorhin schon, war auch schon früher. Ja, war auch schon man früher. Weiß aber nicht, natürlich, welches früher natürlich. Gemeint ist. Wenn die, man Zeit, sagt, die Zeit rast. Ja, die Hans, Zeit Hass, rast. Hans Nass Junior, Expedition ins Unbekannte. 13. Folge, sind Haifische gefährlich? Da ist man heute weiter. Da hat man Erkenntnisse. 20.50 Uhr heute Abend, Peter Frankenfeld. Es spielt Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester. Willst du das irgendwie mal kommentieren oder so? Soll ich, nee, ich bin fasziniert davon. Ja. Leider müssen wir schon wieder Werbung machen. Ja.